Geduld, meine besonders scharfsinnigen Gönner, das von euch vorgeschlagene primitive Schauspiel wird stattfinden. Bedorf, was habt ihr nun vor? Dieses Schauspiel ist ebenso abstoßend wie verstörend und jetzt ist es vorbei. Euer Publikum hat recht drauf. Das ist ungefähr so unterhaltsam wie dem Gras beim Wachsen zuzusehen. Zeigt es bald oder ich gebe diesen Leuten die Unterhaltung, die es sich wünscht. Nehmen wir mal die Do 1. I know you? Kenne ich euch? Erinnert euch nicht. Es ist noch nicht so lange her, dass wir Seite an Seite gekämpft haben. Wir sind uns noch nie begegnet. Ich würde mich an euch erinnern. Und das solltet ihr. Ich bin ziemlich sicher, dass ich euch eins getötet habe. Nehmen wir mal die 3. Ah, yes. It's moderately mortifying to see you again. But the past is past, and these people pine for a performance. And so I give you the Goblin! Ah ja, Breno, es ist einigermaßen beschämend, euch wiederzusehen, aber die Vergangenheit ist vorbei und diese Leute sehen sich nach einer Aufführung. Und daher präsentiere ich euch den Goblin. Let me out of here, Drow! Let me out! You'll have your freedom, my freakish friend. But first, you must fight for it. Maglabia, take you, Nightskin. Let me out! Maglabia, soll ich holen, Nachthaut? Lasst mich raus! Silence, you simpering scullion! Schweigt, einfältige Küchenhilfe. Moment, verstehe ich das richtig, dass dieser Goblin nicht kämpfen will? Der Goblin will eindeutig nicht hier sein, lasst ihn frei. Streckt den Goblin nieder, tickt diesen Dreck vom Angesicht Torels. Ein Goblin gegen einen Drau, dieser Kampf ist es wert, angesehen zu werden. Na los, Goblin, kämpft, kämpft. Versteht das richtig, der Goblin will nicht kämpfen? Think on this a tick, noble one. Have you ever met a goblin that didn't thirst for the thrill of the fray? Denk kurz darüber nach, Edler. Habt ihr jemals einen Goblin getroffen, dem es nicht nach dem Nervenkissel des Kampfes dürstet? Creamy, Snake. Befreit mich, Schlange. Schließ euer sabberndes Gesichtsloch, schniefender Schlund. Sie sagt nicht, sie will nicht kämpfen. Seid still, Drow. Ich spreche selbst mit diesem Goblin. Wenn es kein Blutvergießen geben soll, mache ich mich auf den Weg. Seid still, Drow. Recognize your role, you repellent wretch. I am the entertainer. I speak. You watch and applaud. Or remove yourself if you'd rather. Erkennt eure Rolle, abstoßender Abschaum. Ich bin der Unterhaltungskünstler. Ich spreche, ihr seht zu und applaudiert. Oder verschwindet, wenn ihr das vorzieht. Das ist es. Dieser Ort ist erledigt. Ich werde nicht zulassen, dass ihr eine erfüllende Kreatur tötet, um die Menge zu unterhalten. Ich werde den Kopf abtrennen. Alitierendes Ärgernis. Das war's. Dieser Ort ist erledigt. I cannot concede to such contemptible, nay, criminal coercion. Ich kann solch verachtenswerter, ja gesetzloser Gewalt nicht zustimmen. I'll concede you, Silverhair. Ich stimme euch zu, Silberhaar. Stop! I surrender! Cease this spectral assault! I give up! My pit of plenty, pauperized, made pitiful by a pernicious porcupine of a goblin. What a woeful waste. Meine Grube des Überflusses, verarmt, erbärmlich von einem verderblichen Stachelschwein eines Goblins hergerichtet. Was für eine traurige Verschwendung. Sie war erbärmlich lange, bevor die Goblinfrau tat, was sie tat. Nicht so traurig, es war von Anfang an keine wirklich große Arena. Der Goblin ist barmherziger als ich an seiner Stelle wäre. Nehmen wir mal die 2. We had a deal, Drow. You broke it. I should let the ghosts have you. Wir hatten eine Abmachung, Drow. Ihr habt sie gebrochen. Ich sollte die Geister euch holen lassen. Eine Abmachung. Leute, die so schnell reden, wie er sagen, selten etwas Hörenswertes und noch selten etwas Glaubhaftes. Nur ein Narr handelt mit einem Drow. Nein, ich habe Vicolia in der Gruppe. Nehmen wir mal die 2. This worm belly promised children food. Then he caged me. Sent me out to kill or die for pink skin scum.
Dieser Wurm hat Schutz und was zu essen versprochen. Er hat mich dann gefangen und ausgesandt, um für rosahäutigen Abschaum zu töten oder zu sterben. Ist das wahr, Drow? Was geschehen ist, ist geschehen. Sagt mir euren Namen, Goblin. Er hat euch geschickt, um Eichhörnchen und Ratten zu bekämpfen. Ihr wart nie in Gefahr. Ist das wahr, Drow? Forget this, wretched rabble-rouser. What will happen to me? Baeloth Baratil, Showman of Showmen, Entertainer of Entertainers. Vergiss diesen elenden Hetzer. Was wird mit mir geschehen? Baeloth Baratil, Schausteller aller Schausteller, König der Unterhaltungskünstler. Würdet ihr es in Betracht ziehen, mit mir der Gefahr durch Killer Argent der strahlende David zu trotzen? Im Süden gibt es ein Lager der flammenden Faust. Geht dorthin und sagt ihnen, Brenno, ihr habt euch geschickt. Sie sind Dürger und Trauer gewohnt, sie sollten euch keine großen Probleme bereiten. Verharrt ihr eine Weile. Sollte ich einen Schausteller benötigen, werde ich zu euch zurückkehren. Nehmen wir mal die zwei. You can't seriously intend for us to take this Drow along with us to Dragonspear. Ihr könnt nicht ernsthaft vorhaben, dass wir diesen Drow mit nach Drachenspeer nehmen. You may find our talents more useful than you think, Surfacer. I do not object to the male joining us. Unsere Talente können euch nützlicher sein, als ihr denken mögt, Oberwettler. Ich habe nichts dagegen, ihn aufzunehmen. I shall attend this camp, as you suggest. You'll find my wits and wisdom there, when you need them. Ich werde mich diesem Lager anschließen, wie ihr vorgeschlagen habt. Dort werdet ihr meinen Verstand und meine Weisheit finden, wenn ihr sie braucht. Baeloth reist nun mit mir. Was ist mit dir? McKin is my name, of the Grubdoubler Clan. McKin ist mein Name von Clan Madendoppler. Ich bin Brenno. Es tut mir leid, dass ich die Gastfreundschaft des Traus ertragen musste, sofern man das so nennen kann. Was war das für ein Tanz? Sah aus, als würde die Geister beschwören, um Baeloth aufzumischen. Mein Name bedeutet mir nichts, Goblin. Ihr seid frei, geht jetzt. Nehmen wir die zwei. I'm a shaman. Spirits listen to me. They do what I ask, if I ask right. Ich bin ein Schamane. Geister hören mir zu. Stelle ich die richtigen Fragen, tun sie, was ich sage. Ein nützliches Talent würde ich ihr in Betracht ziehen, euch mir anzuschließen. Ich reise nach Norden, um mich der strahlenden Dame Kayla Argent zu stellen. Mein Lager liegt südlich von hier. Fragt nach Corporal Benz Duncan oder erläutert die Situation. Sagt ihm, dass ich eure Dienste in Zukunft benötigen könnte. Hoffentlich seid ihr dadurch sicherer. Lasst euch etwas Zeit und ruht euch hier aus. Ich werde womöglich wiederkehren, um mit euch zu reden. Bis dahin lebt wohl. Nehmen wir die zwei. I was told to assist you as best I can, but this is a bad idea. If this thing hurts anyone, I'll hold you personally responsible. Here, Goblin, take this note from me. It should keep my people from putting a spear through you on sight. Mir wurde gesagt, ich soll euch so gut unterstützen. Ich soll euch so gut ich kann unterstützen. Doch das ist eine schlechte Idee, Brenno. Wenn dieses Ding jemandem wehtut, werde ich euch dafür verantwortlich machen. Hier, Goblin, nehmt diesen Schein von mir. Das sollte meine Leute aufhalten, euch auf einem Speer zu spießen. It's a dangerous world for a goblin alone. I'll wait at this camp, long as no one tries to kill me. Eine gefährliche Welt für einen einsamen Goblin. Ich warte hier im Lager, solange niemand versucht, mich zu töten. Ich kann McKin im Lager der flammenden Faust finden. Ja. In der Mitte der Lichtung wurde ein grobes und tiefes Loch gegraben. Die Wände werden von hölzernen Fehlen gesäumt, die verhindern, dass Insassen entkommen und loser Dreck hineinfällt. Aber ja, wenn ich hier so gucke, ist das auch ein abgeschlossener Abschnitt. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch und entsteinern mal die Leute. Oder wir lassen erstmal den Wildhund da raus. Der sieht nämlich auch nicht sonderlich gesund aus. Wir verbiegen die Stangen genug, dass der Hund hindurchschlüpfen kann. Okay, der Hund hat was für uns. Er gräbt und wühlt etwas aus. Das hat sich ja gelohnt. Ja, bedeutet, ein böser Bade muss nicht unbedingt tierfeindlich sein. Das ist ungefähr so das Letzte, was ich jemals sein könnte. Deswegen mag ich es eigentlich nicht, Bären und Wölfe zu töten in diesem Spiel.
So, jetzt können wir, glaube ich, die entsteinern. I am yours to command. Erster Kreuzzug und nun das. Danke, dass ihr mich befreit habt, Fender. Ich wünsche euch etwas, womit ich euch danken könnte, aber der Kreuzzug hat mir alles genommen. So bleibt mir nur mein Dank. Ich hoffe, das bedeutet euch etwas. Mir bedeutet es viel. Yes. Ah, wo bin ich? Es war so still in dem Stein, fast friedlich, aber schrecklich. Bitte, ich möchte euch belohnen. Ich wünsche nur, es wäre mehr. Ein Säurepfeil und ein Heiltrank. Juhu. Hm? Ja, ihr braucht nur zu fragen. What? Dostorn. Was ist mit mir geschehen? Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich mit Teleria unterwegs war und dann... Oh, es war schrecklich. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich muss ins Lager zurückkehren. So, zwei Statuen sind's noch. Was für ein seltsames Gefühl. In den letzten Augenblicken meiner Freiheit versuchte ich dagegen anzukämpfen, aber die Magie erfasste meine Glieder. Ohne euch wäre ich für immer versteinert geblieben. Bitte nehmt dies als Dank. Ein weiterer Feuerstab mit 10 Ladungen. Worum geht es diesmal? Ja, ihr braucht nur zu fragen. Speak, Dostorn. Ich werde euch in Stücke reißen, Zauberin. Wo ist sie hier? Diese feige Zauberin hat mich in Stein verwandelt. Mich, wenn ich sie jemals wieder begegne, werde ich sie ins Jenseits befördern. Gut, das war der letzte. This group Wie shows kann ich promise. Helfen? Extraordinary. Wie ihr wünscht. Zur Herod ins Flüchtlingslager soll ich. Oder wieder zur Man hier runter. Da oben meiden wir erstmal, würde ich sagen. Worum geht es, die ihr braucht? Nur zu fragen. Alle meine Sachen sind echt, das garantiere ich. Ich bin zurück, Herod. Teleria ist tot. Sie hat Flüchtlinge für ihre Kunst verscheuert, aber ich tat mein Bestes, um die Opfer zu befreien. Ich habe von euren Taten gehört. Wir sind euch allen dankbar, dass ihr dem auf den Grund gegangen seid. Ich war zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort für die richtige Belohnung. Ich habe bei den Flüchtlingen gesammelt und wir möchten, dass ihr das Geld als Belohnung annehmt. Sehr großzügig, danke. Bitte sehr. Danke noch einmal für eure Hilfe und viel Glück auf euren Reisen. Ja, ihr braucht. Ich habe das Geheimnis des verschwundenen Flüchtlings gelüftet. Mhm. Ja. Hallo, tut mir leid, dass ich vorhin nicht gegrüßt habe. Kehre zurück, ja. Dem Stein kann ich leider nichts mehr vorsingen. You want me? Whatever you like. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Dann muss hier noch irgendwo ein Menhir sein, den ich nicht gesehen habe bis jetzt. Weil ich habe die zwei. Den, wo ich gerade stehe. Also die zwei, den hier, den, wo ich gerade stehe, ja. Da müsste hier einer sein. Und hier einer. Vielleicht ist hier oben doch noch irgendwo einer in der Nähe der Brücke. Was ich aber gerne rausfinden würde, wo kann ich ihn hinreisen? Küstenwegforst. Okay, da reisen wir dann in der nächsten Aufnahmesession hin, weil es ist mal Zeit für einen Cut.
Deswegen speichere ich jetzt hier. Das wäre jetzt Let's Play 006. 06 schon, wow. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.